Laut der NPD Group ging die US Customer Spendings on Video Games um 13% auf 10,97 Milliarden Dollar zurück. Für uns ist es aber nicht schlimm, keine Sorge. Die NPD Group ist das National Purchase Diary Panel und die messen das Kaufverhalten von Consumern und fertigen dazu Statistiken an. Darunter eben auch die Ausgaben von US-Amerikanern für Videospiele. In der aktuellen Veröffentlichung wird geschaut, wie viel Kohle im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 gemacht wurde. Und da fließt dann alles ein, was irgendwie mit Gaming zu tun hat, also Hardware und Software von allen erdenklichen Plattformen und eben auch Mobile Gaming. Wobei die Mobile Gaming Hardware, solange es sich um ein normales Smartphone handelt, natürlich nicht dazu zählt. Wäre auch irgendwie falsch, wenn die ganzen iPhones in der Statistik drin wären. Mobile Gaming war übrigens so ziemlich der größte Verlierer an dieser Statistik. Der einzige Teil der Branche, der ein solides Wachstum vorzuweisen hatte, waren die Non-Mobile Subscription Services. Also Sachen wie der Xbox Game Pass und PlayStation Plus und so weiter. Was ein bisschen seltsam ist, weil die Hardwareverkäufe sind nur um 1% zurückgegangen, also mehr oder weniger gleich geblieben. Naja, die Leute kaufen sich halt oft neue Hardware und spielen dann immer noch die gleichen Spiele wie vorher. Ist ja auch irgendwo legit, ich meine, ich mach das ja auch. Die Gründe für den allgemeinen Rückgang in der Branche sind ein Zusammenspiel von vielen einzelnen Faktoren. Man darf ja nicht vergessen, dass es immer noch Probleme bei der Halbleiterfertigung gibt und das wird auch nicht so schnell behoben sein. Dass die Türkei auf ihrem Gebiet eine große Menge an seltenen Erden entdeckt hat, wird irgendwann mal richtig, richtig wertvoll sein. Aber bis es dazu kommt und das dann im großen Stil auch abgebaut und umgesetzt wird, vergehen vielleicht noch 10 Jahre. Und es sieht jetzt nicht so danach aus, dass wir in naher Zukunft plötzlich weniger Chips brauchen werden. Also übersetzt bedeutet das, dass nicht jeder, der gerne eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X hätte, auch eine bekommen kann. Die sind immer mal wieder ausverkauft, also es wird langsam besser, aber man kann sie immer noch nicht jederzeit bestellen. Dann haben wir eine steigende Inflation und höhere Energiepreise. Also alles wird teurer und die Leute haben auch einfach weniger Geld in der Tasche. Klar, dass man da in den, in Anführungsstrichen, erstmal unnötigen Sachen spart. Gaming ist nicht unnötig, das sage ich ja auch nicht. Aber wenn man eine Tierliste anfertigen würde und auflisten würde, was die wichtigsten Ausgaben in einem Haushalt sind, dann würden die meisten Menschen eben doch Lebensmittel und Heizung zum Beispiel höher einordnen als das Zocken. Und dann kommt noch dazu, dass nach den ganzen Corona-Maßnahmen und Lockdowns die Leute das Geld, was irgendwie übrig ist, dann doch lieber für Real-Life-Sachen ausgeben. Scheinbar haben die Leute Restaurants, Kino, Urlaubsreisen oder Konzertbesuche tatsächlich vermisst nach diesen 2 Jahren. Jetzt, wo das alles erstmal vorbei ist, geht man vielleicht auf mehr Konzerte, als man davor jemals gegangen ist. Einfach, weil man es kann. Videospiele sind in solchen Zeiten halt nicht nur für die Core-Gamer eine gute Beschäftigungsmöglichkeit. Da haben so einige ein neues Hobby wiederentdeckt, obwohl sie das vielleicht seit ihrer Kindheit schon nicht mehr gemacht hatten. Bei mir macht es eben keinen Unterschied, ob jetzt Lockdown ist oder nicht. Ich gebe so oder so Geld für mein Hobby aus und auch nicht unbedingt wenig. Man könnte quasi sagen, ich gehöre zum krisenfesten Publikum. Meine Treue kommt aber auch nicht komplett ohne Preis. Ich behaupte jetzt mal, dass mein Anspruch deutlich höher ist als der vom durchschnittlichen Candy Crush Spieler. Ich bringe zum Beispiel Geld in die Branche, indem ich viele verschiedene Spiele kaufe und die entsprechende Hardware dafür. Mit Microtransactions kann man bei mir nahezu nichts holen. Und das Kaufverhalten ist übrigens entsprechend dem typischen Core-Gamer. Also Oldschool-Gamer, die es am liebsten so haben wollen, wie es halt schon immer war. Das Problem ist halt, dass wir Core-Gamer ziemlich mürrisch sind und uns über ziemlich alles beschweren wollen. Und dabei ist auch völlig egal, was die Industrie Neues reinbringen will. Erstmal ist alles scheiße. Es gab schon mehrere Fälle, wo diese lauteste Gruppe die Pläne von Entwicklern rückgängig gemacht hat. Zum Beispiel bei NFT-Projekten in Spielen. Also als Beispiel Stalker und Worms. Wir haben zwar hohe Ansprüche und sind nicht für Microtransactions zu haben, aber dafür sind wir halt wirklich treue Kunden und das im Endeffekt bis zum Tod. Und früher, als Videospiele noch nerdig waren, gab es im Endeffekt nichts anderes als Core-Gamer. Es war so ein bisschen ein Commitment, was den Lifestyle angeht. Die Branche hat Qualität geliefert, um ein kleines, anspruchsvolles Publikum zufriedenzustellen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber heute hat man eine ähnliche Entwicklung beim Gaming wie bei den Fahrrädern. Im Moment schießen Bike-Shops aus dem Boden wie verrückt. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Fahrradfahren plötzlich wieder cool ist oder sowas. Sondern die Zielgruppe hat sich vergrößert. Das ist alles. Es spricht einfach mehr Leute an als vorher. Überlegt mal, wer hat denn vor 10 Jahren ein wirklich teures Fahrrad gekauft? Das waren zu 99% sehr, sehr sportliche Menschen. Und wenn man sich mal so umschaut, dann sind sehr, sehr sportliche Menschen eben ziemlich selten und bilden eine sehr kleine Zielgruppe ab. Ein E-Bike ist aber ein sehr teures Fahrrad, das hauptsächlich Leute kaufen, die eben nicht sehr, sehr sportlich sind. Man hat also die Zielgruppe erweitert um, naja,
alle Menschen auf der Welt, die nicht sehr, sehr sportlich sind. Plötzlich ist das für jeden irgendwie eine Option. Und unsere Smartphones sind genau dieses E-Bike in der Gaming-Branche. Leute, die sich niemals eine PlayStation gekauft hätten, haben plötzlich ein absolut gamingfähiges Gerät in der Hosentasche. Wenn man da mal eine Runde auf dem Klo oder in der Bahn zockt, ist der Anspruch natürlich auch viel, viel geringer. Und man hat ein Publikum, das viel weniger mit der Materie vertraut ist. Also Leute, die im Allgemeinen weniger zocken und die Verkaufsmaschen viel weniger durchschauen können, als Leute wie wir, die ihr ganzes Leben in dieses Gaming rein dedicaten. Ich rieche das sofort, wenn irgendwelche Microtransactions versuchen, mir die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Aber unser Kollege Gelegenheitsspieler denkt sich, dass er ja sowieso nicht so viel Geld für das ganze Zeug ausgibt. Und da kann man ruhig mal 4,99 für einen XP-Boost ausgeben. Außerdem muss er das ja machen, weil er ja sowieso jemand ist, der nicht so viel Zeit in Videospiele investiert. Und wie soll er denn sonst auch vorwärts kommen? Da kommen auch noch weitere psychologische und auch Suchtfaktoren noch dazu. Candy Crush Saga und Subway Surfers wird wahrscheinlich keiner von meinen Viewern als so richtig geile Gaming-Klassiker bezeichnen. Auch nicht in 10 Jahren. Mann, was waren das nur für geile Spiele? Die reihen sich direkt neben Half-Life, Dark Souls und Final Fantasy ein. Nein, no way, das passiert einfach nicht. Aber jedes der beiden Spiele wurde über 1 Milliarde Mal gedownloadet. Mehr als 1 Milliarde Mal. Oder Activision Blizzard zum Beispiel verdient mit seiner Mobile-Gaming-Sparte deutlich mehr Kohle als mit seiner Konsolen- und PC-Gaming-Sparte zusammengenommen. Mobile-Gaming funktioniert über die große Masse und genau wie bei jeder anderen Masche, um viel Geld zu machen, sucht man sich einen Fool, dem man die Kohle aus der Tasche zieht. Und diesen Fool, den findet man am besten, wenn man viele, viele, viele potenzielle Fools zur Auswahl hat. Wenn nur 10% von allen Candy Crush Spielern auch nur einen einzigen Dollar pro Jahr in dieses Spiel rein investieren, dann sind das immerhin 100 Millionen Dollar. Aber ich kann euch beruhigen, 2018 waren es 1,5 Milliarden Dollar Umsatz, was Candy Crush durch Microtransactions gemacht hat. Für die Gaming-Industrie ist das natürlich eine effektive Gelddruckmaschine. Geringe Entwicklungskosten für die Spiele, aber dafür halt maximalen Umsatz. Ein Problem gibt es allerdings, und das ist, dass das eben auch der Markt ist, der in schwierigen Zeiten, wie wir es momentan haben, halt auch am schnellsten einbricht. Ich habe ja vorhin am Anfang vom Video schon angesprochen, dass der Core-Gamer-Markt im Vergleich zu anderen Bereichen gar nicht mal so sehr eingebrochen ist. Aber jede Branche, egal wo man hinsieht, wurde durch das große, große Geld langsam immer schlechter und hat sich weiter und weiter entfernt von dem, was es ursprünglich mal war. Aktiengesellschaften wollen von Quartal zu Quartal Gewinne maximieren und das ist ganz schön schwierig, wenn man pro Jahr nur 1 oder 2 Spiele rausbringt. Und da ist halt immer mal wieder ein Spiel dazwischen, was eben nicht so erfolgreich ist. Und wenn in so einer Situation die Investoren der Hauptkunde sind und eben nicht mehr die Gamer, dann haben wir so eine Entwicklung, dass wir immer einen ständigen Geldfluss brauchen. Microtransactions und Games as a Service, das sind die Modelle, die das realisieren. Um jetzt mal weg vom mobilen Sektor zu kommen, nenne ich jetzt mal Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Valorant oder Fortnite. Das sind Gelddruckmaschinen im E-Sport-Bereich. E-Sport-Titel eignen sich nicht besonders gut, um Hardware zu verkaufen, weil die Systemanforderungen klassisch einfach gering sind. Da fällt das schon mal weg, vor allem wenn die Spiele 10 plus Jahre aktuell bleiben sollen. Und dann sind sie auch noch Free-to-Play, also mit dem Verkauf von den Titeln kann man auch kein Geld verdienen. Da muss die Branche eben auch überlegen, wie kriegen wir aus den Gaming-Leuten die Kohle raus? Und das funktioniert echt gut mit diesen Skins. Wenn man ein Spiel über Jahre hinweg exzessiv und kompetitiv spielt, dann fängt man an, sich damit auch zu identifizieren. Und dann möchte man seine eigene Individualität eben zum Ausdruck bringen in der Umgebung, in der man sich da aufhält. Ich habe 20 Jahre lang Counter-Strike gespielt, also ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Ich habe zwar nie wirklich viele Skins gehabt, aber in meiner Umgebung war das immer ein größeres Thema. Es gibt aber auch andere Modelle, die diese Quartalsziele durchaus erreichen können, die ein bisschen weniger Core-Gamer-feindlich sind. Subscription-Modelle wie der Xbox Game Pass und PlayStation Plus sind durchaus Möglichkeiten, um nach und nach immer mehr Kunden zu werben und in diesem Kerngeschäft sich zu vergrößern. Der Aufwand ist dann natürlich sehr viel größer, aber dafür lohnt es sich auch auf lange Sicht. Im Moment machen zwar die AAA-Studios nach wie vor die qualitativ hochwertigsten Spiele, aber der Indie-Markt ist sehr, sehr willkommen, eben auch auf diesen Plattformen und auch in diesen Subscription-Services. Guckt euch mal den Riesenerfolg von Valheim an. Das kommt komplett ohne Ingame-Shop aus und ist eigentlich von einem Wohnzimmerstudio entwickelt worden, wenn man es jetzt mal übertrieben ausdrücken möchte. Und das ist sicher auch kein Zufall, dass Valheim Anfang nächsten Jahres in den Game Pass kommt. Das ist für diese Services perfekt, diese Entwickler mit ihren Spielen für relativ wenig Geld in ihre Kataloge aufnehmen zu können. Microsoft hat 23 eigene Studios, die viele AAA-Projekte momentan am Laufen haben. Aber das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Argument, um Leute dazu zu bringen, diesen Game Pass zu abonnieren. Werbekosten, sonst nichts. Und wenn Microsoft
Microsoft sich sicher wäre, dass der Game Pass auch weiter wachsen würde, wenn sie keine eigenen Spiele entwickeln und nur Indie-Spiele reinpacken würden, dann würden sie das hundertprozentig auch tun. Und man darf auch nicht vergessen, dass die ganz großen Player in der Branche durchaus was dafür tun, dass die Gap zwischen den AAA-Studios oder den großen Publishern und den Indie-Studios gar nicht mal so groß wird, wie sie sein könnte. Um eine gute Story zu schreiben, reicht ein einziger Kopf. Aber um ein grafisches Spektakel oder eine extrem immersive und riesige Open World zu machen, da brauche ich ein riesiges Team. Wenn man Standardgeräte auf den Markt wirft, dann deckelt man irgendwie auch die Hardware-Anforderungen. Und das bedeutet, dass nach oben hin Grenzen gesetzt werden, was ein AAA-Entwickler eben grafisch überhaupt umsetzen kann. Und diese Grenzen sind im Endeffekt sowas wie die Xbox Series S, die Nintendo Switch oder halt ein Steam Deck. Microsoft und Valve verdienen mit den Microtransactions, aber auch mit den klassischen Game Sales Geld. Und die haben auch ein Interesse daran, dass so viele Indie-Entwickler wie irgendwie möglich einfach Spiele auf ihrer Plattform verkaufen, weil sie pro verkauftem Spiel auch eigenes Geld verdienen. Die sind also nicht einfach Samariter, die was Gutes tun wollen und die Hardware-Anforderungen runterhalten, sondern nein, die haben da auch schon durchaus selbst was davon, wenn eben auch kleine Entwicklerstudios Spiele, die einen gewissen Standard erfüllen, machen können. Unterm Strich ist es aber definitiv gut, dass so eine Rezession, wie sie momentan da ist, durchaus ein Signal dafür ist, dass eben diese Oldschool-Singleplayer-Games noch nicht tot sind. Und die großen Publisher, die verlieren ihre Kunden dann eben an diese Indie-Entwickler. Die verdienen immer noch mit, gerade halt die, wo die Plattformen zur Verfügung stellen. Aber naja, das geht halt dann doch schneller, als man meinen könnte. Und irgendwie könnte dann auch so eine Indie-Plattform entstehen dadurch. Und das wäre für uns Spieler nicht mal das Schlechteste. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ich versuche wie immer alles zu lesen und alles zu beantworten. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Falls ihr Bock habt, mal eine Runde mit mir zu zocken oder einfach nur ein bisschen zu connecten, dann joint einfach meinen Discord-Server. Und wenn euch die Videos gefallen, dann vergesst nicht, den Like und den Abo-Knopf zu drücken. Und dann, bis dann. Habe ich das nicht mit Capcom? Mit Bandai Namco? Offensichtlich nicht.